Obwohl er nachher böse wird. Und naja, ein gewisser Herr von und zu Samael immer schon irgendwie böse war, aber seine richtigen Pläne nie zu durchschauen waren bisher. Das kriegen wir aber auch noch irgendwann raus. Spätestens in Darksiders 4, was hoffentlich endlich auf der E3 angekündigt wird dieses Jahr. Bin ich eigentlich sogar relativ optimistisch, dass es passieren könnte. Immerhin wurde im letzten Jahr auf der E3 ja spontan das hier angekündigt, Genesis. Aua. Hihi, guck mal, ich hab ein geheimes irgendwas erwischt. Aua. Nano. Nimm das. Zack, zack. Bringt irgendwie nicht so. Aua. Da 5 Hörer besiegen hier. Das ist meine Nebenmission. Wahrscheinlich, ne? Nee. Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt gerade? Aber so. In einer geilen Höhle. Okay, cool. Mit Tricktruhe. Nicht Truhe. Tür. Ich sag immer Truhe. Ich weiß nicht, wieso Truhe. Es ist immer eine Tür. Nichts anderes. Naja. Jedenfalls war im letzten Jahr ja das hier angekündigt. Und, ich glaube, ein Jahr davor Darksiders 3. Und da ja Darksiders 3 offenbar von einem anderen Team entwickelt wurde als dieses hier, ist das Team hinter Darksiders 3 hoffentlich aufgestockt und auf ein neues Projekt angesetzt worden. Und das kann natürlich dann bloß Darksiders 4 sein. Okay. Haut das hin? Ah. Ja, am Arsch. Wie soll ich denn da überall ran? Ich soll 350 Münzen sammeln, echt jetzt? Ganz schön viel. Die Kamera, diese Perspektive und die Karte passt auch überhaupt nicht zusammen gerade irgendwie. Finde ich auch ein bisschen ärgerlich. Also es ist halt auch die Schwachstelle von eben diesem Teil. Dass die Kamera... Ah, verdammt. Das ist echt schwierig. Mit starrer Kamera hier, statt Ego-Perspektive. Dass die Karte einfach ein bisschen blöd ist. Und eben die Kamera nicht bewegbar ist auch schade. Nein, ach, das gibt's doch nicht. Immer der gleiche, wo ich scheiter. Nur so viele Münzen nach oben. Will ich alle haben. Ob es dir leichter geht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, oh, ich hasse das. Das ist echt ätzend. Aber ich will sie alle. Sammel sie alle. Ich werde Pokémon-Meister. Los geht's. Nein. Oh, schon dachte ich, auch das ist theoretisch mit Stick ein bisschen leichter als mit WASD. Weil man da präzise die Richtung angeben kann. Ihr seht, ich glaube, so ein bisschen schräg hier. Ohne Controller. Ah, zu weit. Dann wiederum bin ich mit Stick auch nicht so präzise letztendlich. Ich kann es natürlich Richtung genauer angeben, aber so präzise in der Richtung gehe ich trotzdem nicht, weil, naja, keine Ahnung. Ist halt aber so. Na, das ist doch nicht euer... Ey, wie macht man denn das? Jump'n'Run-Passage, ehrlich, mit so einer Kackperspektive. Das ist nicht schön. Und vor allem ist es auch nichts mehr was zum Aufwerten. Das sind bloß blöde Fährmannsmünzen, die ich eigentlich noch genug habe. Aha. Oh, da ist noch... Da ist noch irgendwas Fettes oben drauf. Ich glaube das ja nicht. Und da muss ich hier nicht. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Das ist viel zu weit weg, oder was? Sieht mir zu weit weg aus. Ah, aber hey, der Trick kann so sein. Einfach nur Sprung, Sprung. Da bin ich drauf. Gar nicht die Flügel auspacken. Großartig. Ui, Vortex. Das wir... Achso, für War, wollte ich gerade sagen. Ist nicht für ihn. Ist langsam nach Eve irgendwie Vortex, aber... Oder Symbol, aber naja. Bloß lassen des Gegners alle treffen, bla bla. Stärke aufladen, der Vortex, mehr Reichweite, mehr Schaden. Aufladen, Gegner angesogen. Also es hat ja auch schon sowas wie Vortex irgendwie, oder? Jeder Chaosfresser, also passiv, hat Chance, Radioschaden zuzufügen. Ich habe ja mit... Na toll. Der Sogschuss, der ist ja so ähnlich. Sieht ja auch Gegner an. Eine Münze ist da noch.
Eine Münze brauche ich noch. Die hole ich mir erst. Ja. Hoffentlich. Nein, 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 nein. Tue ich doch nicht. Aber die Plattform an sich sind dann immer da, wie es aussieht. Die muss hier bloß erst einmal sichtbar gemacht. Verdammt. Ja, geschafft. Alles gut. So. Hätten wir gemacht jetzt das Ganze. Mal testen, wie sich das anfühlt mit dir. So, Vortex. Ah, cool. Okay. Hat was. Sah jetzt anders aus auf dem Bild, ob auch nicht noch hingeguckt, aber das könnte ganz cool sein. Auf jeden Fall ist jetzt kriegsgenerelle Angriffskraft ein bisschen gestärkt. Müsste ja auch jetzt sich da niederschlagen. Ich weiß nicht im Kopf, was vorher da war, aber ich denke mal, es wird schon stimmen. Angriffskraft um 3% erhöht. Ist das ein neuer? Nee, den hatte ich schon irgendwo. Nur wo? Der hier. Wurde gerade damit aufgelevelt auf maximal oder wie oder was? Ja, ich denke schon. Gut. Kann ich total mitleben. Finde ich gut. Finde ich in Ordnung. Schön. Und jetzt weiter im Text. So, ich kann mich irgendwann mal her. Lalalala. Husch, husch, husch. Heia! So. Ich muss echt nur noch rausfinden, wo ich denn jetzt für Strife das Ding jetzt herbekomme. Nein! Nein! Ich hätte noch beiden erwischt. Verdammter. Das meine Freunde hier? Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich ja. Also jeder Angriff hat passiv eine Chance bei ihm, habe ich gelesen, ja? Oh, doch ein Gegner. Also auch wenn ich es nicht ausgelöst habe, soll das dann heißen oder wie? Ich bin nicht ganz sicher. Ich soll ja auch theoretisch Blitze schießen können, passiv, immer wieder mal mit seinem Schwert, weil ich das Dingens habe. Fällt mir jetzt auch nicht so, wobei ich halt nicht so oft mit War zuhaue. Weil ich auch meistens mit Strife spiele, wie wir ja wissen. Das war ein Engelheide da vorne. Den hätte ich gerne weiter auf meiner Seite. Gute Taten. Siehst du? Fällt mir nicht leicht. Er hat rote Augen. Ihr habt mir geholfen. Das und meine Engel ist verräterisch. Das macht uns wohl zu Verbündeten. Das haben wir auch eben schon festgestellt. Stets für das Gleichgewicht. Die Dämonen werden mit jedem Tag verwegener. Lange hält dieses empfindliche Gleichgewicht nicht mehr. Was ist das gewesen? Das liebe ich so an dir, Abaddon. Das sehe ich hier rein, glaube ich. Du siehst immer alles so positiv. Hopp, hopp, hopp. Macht zwar natürlich so viel Schaden, aber irgendwie macht am meisten her, einfach für Gegner gucken und so weiter. Das ist ja, was ich meistens treffe. So dem Hack and Slay. Nicht. Whoop. Da. Dieses Symbol. Mal wieder. Das habe ich schon öfter gesehen. Das ist bestimmt die letzte Fähigkeit für Strife, die dieses Symbol benutzt irgendwie. Ich habe es aber vielleicht... Ach, guck mal. Dann wohl erst recht. Bin gespannt. Schön, habe ich die Fähigkeit noch, bevor ich sie auf der Switch-Version habe. Das gefällt mir sehr gut. Ätherfunke. Beim Einsatz einer Ätherplattform, das wird eine gewesen sein, wird ein Funke abgeschossen, der gelenkt werden kann, um Ätherakkonsolen zu aktivieren. Außerhalb der Ätherplattform wird ein Funke auf kurze Distanz gefolgt, um Gegner behindern zu können. Ausrüstung ist klar. Ja, und das ist diese Plattform, sag ich ja. Okay. Okay. Ja, das mache ich eher weniger wahrscheinlich. Dann ist es tatsächlich nochmal ein anderes Ding. Das muss der ältesten Stein sein. Was? Er birgt genug göttliche Macht, um Welten zu formen. Seine Handhabung erfordert Bedacht. Das habe ich schon. Große Macht? Verantwortung? Bekomme ich hin. Mörder! Wir werden das Marder? Rächen! Ich habe Marder verstanden. Eure Abwesenheit entehrt diesen Ort. Wieso? Die waren vorher auch schon da. Test.
triff mal. Hä? Hä? Keine Ahnung. Sieht ja gar nichts. Aber. Und das. Und das. Und noch einen dritten, weil ich ausgewichen bin, so gut. So, vielen Dank. Tja, okay. Na, achso, I. Okay. Ich muss das Ding jetzt irgendwo hinlenken, ja? Vielleicht da rein. Bumm. Jetzt geht's zurück. Na schön. Geht's hier auch noch irgendwo lang? Nee. Schade. Hm. Ja, ist noch was anderes. Haut mir jetzt unbedingt vom Hocker, muss ich ehrlich sagen, aber ist was anderes auf jeden Fall. Hat man so noch nicht gesehen in der Dark Souls Welt. Ach, hier ist noch so ein Ding. Wohlgrieben kann sich bereit machen. Wohlgrieben. Jetzt schieben wir zurück. Reiter, wartet. Kurze Level hier. Leiht uns eure Kraft. Helft mir, diesen Ort zu reinigen. Hört auch doch noch nicht. Ich finde, wir haben für heute genug aufgeräumt. Wir könnten es beenden, Strife. Vielleicht finden auch unsere gefallenen Brüder Frieden. Ich will wirklich nicht hierbleiben, du etwa? Und je mehr Zeit wir hier vergeuden, desto weiter entkommt Lucifer. Hör zu! Auf diesem Turm haust eine Abscheulichkeit. Er streut Verderbnis unter meinen Brüdern und Schwestern. Ich wage nicht, noch mehr Soldaten zu entsenden. Alle, die fallen, kämpfen danach auf seiner Seite. Bitte! Steigt auf den Turm und vernichtet ihn. Ich würde es machen, für die XP und so. Wir erledigen das. Bestimmt über diesen Weg hier. Hui. Boah. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt die hypergeilste Sache, wie gesagt, aber es ist ganz nett und mal was anderes. Ach, verdammt. Und gar nicht so leicht, wie ich erst gedacht habe. Das geht auch mit der Zeit schneller, habe ich das Gefühl. Das beschleunigt immer ein bisschen. Kann daran liegen, dass ich... Ah, was? Oh, ist eigentlich so empfindlich. Da ich halt die Richtung noch anlenke und das dann ein bisschen allgemein beschleunige, bin ich mir nicht ganz sicher. Und auch das hier stelle ich mir auf Konsolenversion leichter vor. Boah. Mit präziserer Steuerung. Dank Stick. Naja. Egal. Ich könnte PC ja auch mit den Dingen spielen. Habe ich ja alles da und so, aber... Ah, I! Ich sehe nichts. Ich muss überhaupt gar nicht lang, wie es aussieht. Ich bin noch nicht fertig mit dem Level. Und wir sind nach ganz oben. Ach so. Darum. Also es ist keine optionale Sache gerade. Ich muss Level abschließen und da hier das Ding entführt, wie es aussieht. Was ich in Ordnung finde. Was wäre auch ganz lustig gewesen, wenn es anders möglich gewesen wäre. Aber die Level scheint relativ kurz zu bleiben. Meine Bosskampf, dann hier auch bisher überschaubarer Level. Wobei... Doch, hier ist noch ein bisschen mehr Level zu sehen. Ergraut, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Nicht erhoben. Ach, da war auch noch was. Ach, toll. Jedenfalls, wer weiß, ob das Spiel jetzt noch so lange dauert, wie ich dachte das. Die Anzahl Level ist eine Sache, aber die Größe Level ist natürlich vorher nicht bekannt und scheint halt dann vielleicht doch nicht ganz so groß zu sein, wie erst angenommen. Finde ich jetzt aber sie auch nicht schlimm. Es ist immer noch sehr viel Spiel im Spiel. Für das Geld und sowieso überhaupt. Ich bin damit völlig zufrieden. Das Spiel macht mega mäßig Spaß und ich würde auch bereits viel mehr Zeit investiert haben oder habe auch bereits viel mehr Zeit investiert, eben die Switch-Version, wenn es kein Let's Play wäre jetzt, ne? Ich nicht diesen Anspruch hätte, langsam fertig zu werden mit Spielen, weil ich andere Spiele spielen möchte. Außerdem, zusätzlich noch. Ich fiebe dem einen ja schon seit Januar entgegen. Ich komme dazu, aber nicht auf Let's Play-Kanal-Ebene. Weil ich hier, wenn ich fertig werde. Darksiders kam halt zuerst. Nee. Und die anderen beiden Spiele habe ich ja auch noch, sowieso. Wechsel. E. Unten lang, oben lang, ich weiß nicht genau. Hm. Ist offenbar egal, wo lang. Aber es war der bessere Weg, weil einfacher. Aha. Lang. Hey, 5 Stecker gesammelt. Sehr schön. Flop. Und die ist auch nochmal gleich. Flop.
Habe ich eigentlich alle Map-Aufträge gemacht nebenher? Ja. Gab keine neue, wie es aussieht. Hätte auch mal sein können. Hallo. Wieder hier zu sein? Nach allem. Ja. Wir taten, was nötig war. Schon die Existenz der Nephilim war ein Affront gegen das Gleichgewicht. Was mit euch? Der Nephilim? Du redest, als wäre das nicht unser Volk, das wir hier zurückließen. Richtig, richtig. Wir sind Reiter. Vier Auserwählte unter zahllosen anderen. Absalom besiegelte das Schicksal der Nephilim, als er Eden angriff. Ihr Ende war unvermeidbar. Ob durch unsere Hand oder nicht. Aber es war unsere Hand. Es war unsere Hand, musst du das sagen hier im Spiel. Manchmal frage ich mich, ob es eine Prüfung war, um zu sehen, wie weit wir gehen würden. Sehr weit. Um unsere Loyalität zu prüfen? Wer weiß. Aber damit das klar ist, ich weiß, dass du hinter mir stehst und ich stehe hinter dir. Sehr schön. Wir reiten gemeinsam in die Vergessenheit. Klingt ein bisschen traurig, wenn du das so sagst. Wow. Das kann überraschend hier. Wow, fuck.